Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Emir. Ich habe es mal wieder verbockt. Ich habe jetzt 6 Minuten gequatscht und habe nicht auf Aufnahme gedrückt anscheinend. Katka hat jetzt schon wieder gelacht. Wie immer, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall willkommen zurück zu mir, Zigaro und zu Katka bei Emir. Hallöchen. So, nochmal. Wir haben gerade darüber geredet, dass ich ja diese hübsche Nahrungslage habe, die etwas auf dem Podest stehen, damit da keine Krabbeviecher ran können. Und ich habe jetzt die Forschung begonnen, wo wir die Trader für benötigen. Improving Storage. Aber die Trader sind nicht weg. Also die sitzen weiterhin da drin. Das ist praktisch. Das heißt, die Nahrung verschwindet nicht für unsere Bevölkerung. Und zusätzlich habe ich einen Plan. Ich möchte, dass wenn die Barbaren das nächste Mal in unseren Mauern hoffentlich zugrunde gehen, wir es aber hinkriegen, dass wir ihnen folgen können mit einer Truppe und sie sozusagen platt machen dann. Dass wir eine Ortschaft ausradieren. Der Katka freut sich bestimmt, weil er kann sich da unten dann ausruhen. Genau. Und ich mache die ganze Arbeit. So muss das sein. Kannst du jetzt schon eigentlich Mining? Ich kann Mining. Ich warte nur darauf, dass ich noch ein paar Leute habe, um das auch durchzuführen. Das Problem ist, Da habe ich nämlich auch sogar Gold. Kann ich mir von dir auch ohne Handelsmöglichkeiten Rohstoffe geben lassen? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil, das heißt, jeder muss dieses Mining, denke ich, selbst schaffen. Und für Mining, Shiny Stones, ne? Ja, genau. Oh, das ist eine Scheißforschung. Das ist wieder genauso kacke wie diese Arzneiforschung. Genauso doof. So, ich baue ja derzeit Weizenfelder auf. Ich komme so langsam an die Grenzen von meinem Wissen. Echt? Ja, ja. Weil ich dir das alles gegeben habe. Ich habe jetzt 245 von 289. Ich schau mal kurz. Ich habe 239 von 500. Culture ist auf 502 bei mir. Ah. Du musst auch mal ein paar Sachen entdecken, die ich noch nicht kann. Ja. Sagt man meinen Leuten. Ja. Schweine von Katka. Das geht so nicht. Ich habe letztens ein Hörbuch gehört. Von Warcraft. Und da ging es um Katka, den Magier. Ja. Voll anstrengend. Weil ich immer an dich denken musste. Ich brauch extra, dann kann ich Bilder ausbauen. Ich hab gedacht, oh nein, ich hab doch auch so einen Katka bei mir. Und immer wenn er gesagt hat, Katka macht dies, Katka macht das, dann so, oh nö. ...24 Soldaten kommen zu mir, das ist aber nett. Du wirst angegriffen? Ja. Ich guck mal kurz, von welcher Ortschaft die kommen, ne? Ich glaube, die kommen aus deiner alten. Ja, ich gehe auch davon aus. Aus... Wenn du auf die Truppe klickst, siehst du Heimatort und das müsste Krabolnit sein. Moment. Hallo? Hast du die Ortschaft so genannt oder war das eine Vorgabe? Augusta Treverorum. Das klingt so römisch. Augusta Treverorum, ja, natürlich, das habe ich so genannt. Du warst das, ja? Kraboliniert. Ja, das ist aus meiner alten Stadt. Ja, ja, das ist Trier. Das ist Augusta Treverorum. Ach so. Guck, man lernt. Leute, ihr lernt bei uns sogar. Ihr lernt hier. Wissen wird euch vermittelt. Merkt euch das. Heißt so viel wie Augustus im Reich der Treverer. Was ist bei mir denn los? Ich habe gerade einen Ton gehört. Ein Angriffston. Ja, 90 Barbaren wollen mich raiden. Ach, das sind ja keine 100. Ja, 90 wollen. Mal gucken, wie viele ankommen. Ja. So. Wie viele haben es geschafft? 91. Was? Hat sich einer verirrt? Ich nehme mich mit. Was für eine Schweinerei.
Ja gut, okay. Ich bin mal gespannt, ob meine Mauern halten. Weil ich stemme dagegen ein bisschen weniger. Ich habe so, was waren das? Also ich habe so 50, glaube ich, insgesamt jetzt. Aber alle Speerträger. Hinter den Mauern. Und die wollen ja hier rein. Ja, richtig. Oh, ich bin gespannt. Bei mir sind die doch auch an den Mauern am Zerschellen. Ich bin mal... Die laufen ja bevorzugt zu Toren, oder? Ja, aber wenn schon Einheiten am Tor sind, laufen die anderen woanders hin, um durchzufechten. Bin ich mal gespannt. Gewonnen ohne Verluste. Oh, wie gruselig. Sie reißen gerade genau die Mauer ein, die noch nicht zu meinen Soldaten führt. Das ist gut. Boah, metzeln meine Speerträger die nieder. Da bin ich mal gespannt, ob wir sie komplett plätten können. Mann, haben wir viel verloren. Forschung, die kann ich dir dann bestimmt beibringen. Domestic Cat. Habe ich schon. Ah, okay. Das ist ja diese bessere... Dieses bessere Nahrungslager. Granary 2, ja. Weißt du was? Ich habe alle getötet. Ja. Passt. Alle. Oh nein. Alter Schwede. Ich habe 90 Schweine gekillt. 90, weil sie... Oh, die Taktik ging auf mit den Mauern. Ich freue mich gerade richtig. Hier, also... Ich behaupte, ich kann das nicht lernen. Was habe ich denn gelootet? Habe ich was gelootet von denen? Gelootet habe ich 21 Matsch, 28 Leder, 9 Holz und 7 Haken. Nee, das haben die mir bestimmt klauen wollen. Weißt du? Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Also wenn ich das hier jetzt fertig habe, die Forschung, müsste ich eigentlich über mein Wissen kommen. Oder? Ah ne, Quatsch. Kostet nur 4. Dann ist gut. So, Mauer ist wieder repariert. 90 Schweine tot. Forschung der besseren Nahrungs... der besseren Lage an sich ist auch abgeschlossen. Da bin ich mal gespannt. Warehouse 2. Wie groß ist denn das? Oh. Aha. Wie viel passt da rein? Hossa die Waldfedu. Mensch. Alles klar. Wir arbeiten da drin? Einer. Ja, das nenne ich doch mal Erfolg. Ich habe nur leider nicht genug Truppen, weil wenn ich da jetzt hochlaufe, kann es sein, dass die jetzt gar keinen mehr haben? Ich gehe mal mit der einen Armee jetzt hoch. Ja. Da packe ich jetzt ein paar Träger dazu, so 5. Und ich laufe mal einmal hoch. Mal gucken, ob die jetzt, ob da Truppen drin sind. Oh, wie spannend. Voll spannend. Ich werde jetzt mit meiner Armee auch zu meiner alten Stadt laufen und dann mal gucken, was da abgeht. Ja, die haben immer noch 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Nahkämpfer da drin. Wenn ich da mit 15, 16, 17, 18 Speerträgern hingehe, heißt das nicht, dass wir die 13 Nahkämpfer besiegen können. Nee. Weil die in Nahkampf gehen dann. Ich guck mir mal diese Barbarenortschaft an. Downloading Region Map. Habe ich noch gar nicht. Das ist das erste Mal. Welche ist die
Svinkus oder wie heißt? Die nördlich von mir, ja. Direkt, also es ist drei Felder entfernt oder so. Dauert natürlich jetzt ein bisschen. Ich beschönige hier nichts in diesem Let's Play. Ich schneide auch nicht mehr, weil das ist mir zu anstrengend. Jedes Mal die Ladezeiten wegschneiden. Haben die Nahrung? Oh, sind das volle Lager. Was haben denn die? Das, oh, ist das cool. Die haben voll die Oase. Ich übernehme jetzt meine alte Stadt. Was wächst denn? Oh. Das muss ich mir jetzt genau angucken. Limestone? Ich guck gerade, ob der irgendwo Rohstoffe hat, die ich brauche. Keine Tiere. Alles Steppe. Ha. Aber... Fische in der Mitte. Und Slit. Und damit kann ich Papier herstellen. Wie spannend. Also ich bräuchte mehr Armee, um die zu plätten. Ich bräuchte nur ein paar Nahkämpfer. Die Fernkämpfer werfen dann von hinten rauf. Ich guck mal, ob ich da irgendwas rekrutieren kann. Also, vielleicht habe ich jetzt eine zweite Stadt. Ja, cool. Oh ja, ich sehe es. Ist grün. Es ist überlege, lasse ich die oder tue ich die auflösen und hole die mit woanders hin? Du bist da ohne Träger hingegangen, oder? Ich habe ein paar Träger dabei. 192 Speere liegen da rum. Javelins, so. Und 283 Hämmer. Weißt du, was die ganze Zeit gemacht haben? Weißt du, was ich jetzt mache? Ja? Ich rekrutiere jetzt 20 Nahkämpfer aus meiner Ortschaft, die gearbeitet haben vorher. Und gehe da jetzt hoch. Ich mache das jetzt. Das ist mir jetzt scheißegal. Es gibt jetzt Rache. Mit wie vielen Truppen bist denn du hoch? In meiner Stadt da jetzt bin ich mit 30, aber da war auch kein Gig. Invade heißt übernehmen, ne? Genau. Oh, wie spannend. Ich habe jetzt Fernkämpfer und Nahkämpfer dabei. Oh, wie spannend. Ich bin aufgeregt. Ja, wie, das ist so immer ein Tanz auf Messerschneide. Wenn du verkackst, hast du ein Riesenproblem. Aber ich habe, die Armee ist nicht groß. Also wenn das Spiel ehrlich ist, dann ist die gegnerische Armee nicht groß. Und ich müsste von Süden rein theoretisch angreifen. Ja, da stehen sie. Jetzt gibt's das erste Mal Rache. Ihr fiesen Kerle. Blast ins Horn! Angriff! Mögen sie vernichtet werden. Die laufen in Einzelgruppen, das ist cool. Das könnte sein. Hey, nein, jetzt ja. Gucken, wie viele auf der Strecke bleiben. Ein paar Fernkämpfer habe ich tatsächlich verloren. Aber ich habe es geschafft, ne? Top. Battle is over. Svinkus. Inviting successful. Meins. Cool. So, muss ich gucken. 33 Bewohner haben die nur, ey. Das ist voll klein. Dafür haben die immer so einen Aufstand gemacht, ne? Ja. Das sind, weil die 100 Leute da gestorben sind. Die dich angegriffen haben.
Ja, aber gut, so wenig Leute bedeutet automatisch für mich, ich benutze das als Kolonie, die sollen Papier produzieren. Und das schaffe ich runter. Weißt du? Ja. Du hast die abgerissen? Ja. Und mit nach Haus genommen? Ja. Weil die dich noch kannten? Ging das deshalb, oder? Ja, ich habe die übernommen. Ich bin gerade aber überlegen, ob ich den einfach jetzt nehme und woanders was mit denen aufbaue. Kann ich die auch... Same Formation? Ah, so. Haha. Ja, hat funktioniert. Die 10 schicke ich jetzt aber hoch. Die sollen da aufpassen. Bevor ich mir die andere Siedlung angucke. Ich bin gerade recht glücklich, weil jetzt haben wir die Barbarendörfer platt gemacht. Das heißt, die nächsten, die müssen von irgendwo herkommen, die wir nicht kennen. Wäre cool, wenn das jetzt ein Kontinent wäre, den wir platt gemacht hätten, ne? Dann wären wir frei. Dann gäbe es keine Angriffe mehr. Glaube ich. So. Muss ich erstmal meine Lager neu ordnen. Das Schöne ist, ich kann jetzt endlich in die Lagerstätten ganz viel Leder einlagern. Gut, Katka, was ist los bei dir? Bei mir hat sich gerade eine neue Barbarensiedlung direkt unter meiner Stadt gebildet. Ach du Schande. Mit direkt mal 20 Kriegern drinne. Ja gut, 20 ist jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn du eigentlich selbst 20 plus Fernkämpfer zum Angriff hättest, ne? Hab ich. Ja dann. Mach sie weg. Wegmachen. Platt machen. Ich kann dir da leider nicht helfen. Also auch wenn meine Siedlung so groß ist. Ich habe einfach nicht genug Armee. Ich brauche mehr Armee. Ich kann erstmal meine zweite Stadt kümmern. So, ich brauche jetzt Leder. Hier soll nur Leder rein. So. So. Voll bepacktes Lager nur mit Leder. Ich habe jetzt diese Lager 2.0, die mir einfach viel weniger Platz rauben und auch besser zu verteidigen sind. Und das sieht cool aus. Also ich finde, das sieht echt gut aus, wenn du da drin Sachen lagerst. Das hat was.
So. Und du fightest jetzt oder nicht? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich muss mich jetzt gerade erstmal kurz um meine andere Stadt kümmern. Da die genug Nahrung bekommt und alles. Ja. Muss ich auch gleich. Wenn ich mit dem Lager hier fertig bin. Ja, das dauert noch ein bisschen, das braucht länger. Gut, dann machen wir das mal. Ich habe ja jetzt inaktive einen. Boah, Konfliktträchtigkeit steigt. Nicht gut. Ich muss mal gucken, ob ich die anderen nicht nochmal abreiße, die eine Stadt. Weil ich habe jetzt im Moment eine negative Startpower. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich von der anderen Siedlung mir erstmal, also einen größeren Teil der Kämpfer erstmal wieder zurückhole und da vielleicht nur mich mit 4 oder so stationiere. Vielleicht reicht das ja. Weiß ich nicht. Meinst du, das reicht? Ich habe da einfach eine komplett neue Armee gegründet. Ja, oder in der neuen mit direkt 20 Mann. Mit 5 Kriegern und 15 Javelines. Ja, du hattest aber auch eine größere Bevölkerung in der Siedlung. Ich habe da ja, 30 okay. Leute. Ja, einfach alles zur Armee machen, bis auf eine Person. Die Hauptsiedlung ist ja wichtiger, was drumherum passiert. Ich habe jetzt einfach mal den Barbaren in den Arsch getreten. Darum geht's mir, ja? Das ist die Hauptsache. Ja. Mensch. Erst Hals, dann Nacken, jetzt Husten. Ich werde nicht so ganz fit gerade. Gut. Möge hier der Konflikt wieder sinken. Geht runter bis auf 64 erstmal. Loyalität. Ja gut, das ändert sich jetzt gleich durch die neuen Truppen. Okay. Among of population, the more population there is, the less authority. The total among of population reduces the region's loyalty. Okay. Konflikt. Also, Figaro. Ja. Ich kann jetzt eventuell bald Alkohol machen. Oh, dann geht's allen wieder besser. Vermutlich. Eventuell. Also ich habe jetzt mal die Forschung dafür gestartet. Das heißt, dann hättest du eine Forschung, die du von mir kriegen kannst. Das ist so bezeichnend. Die einzige Forschung, die ich von dir kriege, hat was mit Alkohol zu tun. Ja, ist doch gut. Auch mehr Soldaten. Ich brauche wirklich mehr Soldaten. Wie viel Fleisch bringen denn die hier zu Tage? Ach, ich wollte noch gleich was anderes bauen. Muss mal gucken. Ach nee, ich kann noch nicht. Ich brauche erst das andere Gebäude dafür. Ach, ich muss irgendwie... Wenn ich jetzt Äxte hätte, könnte ich ein Bildersgebäude bauen. Cool.
Guck mal, die Forschung müsste ich dir eigentlich auch geben können, eigentlich dafür. Ich könnte Holzkohle erforschen. Charcoal. Noch 2 Leben mehr. Dann kann ich das. Okay. Cool, ne? Ja. Und ich habe jetzt auch die besseren Lagerhäuser. Für Nahrung oder für normal? Für Nahrung. Sehr gut. So, ich hoffe, das wirkt sich hier jetzt langsam mal aus. Ich brauche einfach mehr Soldaten, das ist echt schlimm. Ich glaube, ich muss einige Betriebe einfach mal stilllegen und die zu Soldaten machen. So blöd das jetzt klingt. Okay, jetzt steigt es ein bisschen. Jetzt geht es ein bisschen besser. Bin ich ja mal gespannt, inwiefern sich das jetzt hier regelt. Bis 22 geht die Loyalität war schon mal viel höher. Kann ich doch auch bestimmt. Meiner neuen Stadt geht jetzt gerade auf 100 hoch. Super, da ist bei mir gerade niemand, also das weiß ich noch nicht. Aber dafür habe ich halt in der Stadt auch eine Administration von minus 11. Okay. Ich glaube nicht, dass ich derzeit das anders hinkriege, außer mit Soldaten, dass ich meine... Was ist denn jetzt los? Oh! Nein! Was? Ich habe eine Rebellion! Nein! In welcher Bitte Stadt? Nicht! In welcher Stadt? Ja, in Ekwolen. Hast du da wenigstens noch Armee? Ja, ein bisschen. Was bist. Oh nee, ne? Ja, es kann natürlich sein, dass es jetzt vorbei ist, ne? Ja, da habe ich mich auch gerade gedacht. Oh, damit gehen total die Bevölkerung drauf. Oh. Oh nö, ey, es lief gerade so gut und jetzt ist es allen Ernstes so, dass die Bevölkerung gegen mich revoltiert. Was passiert denn dann überhaupt? Das, ja gut, das ist jetzt mir noch nicht passiert vorher. Ich metze auf jeden Fall meine eigene Bevölkerung gerade nieder. Wunderbar. Oh, wie traurig. Ja, ich glaube, die plätten mich sogar. Wenn wir Pech haben.
Doch, ich glaube, ich verliere jetzt meine Hauptstadt. Oh, das lief so gut über so viele Folgen. Und so gut mit den Lagern und alles. Und ich wäre jetzt... Oh, das kann doch nicht sein. Ja gut, man lernt dadurch natürlich, dass ich viel mehr in Militär investieren muss. Anstatt in Produktion. Dass man am Anfang einfach echt mal sich einbunkert, so viel früher, und einfach viel mehr in Militär steckt und sagt, nö, wir bauen jetzt nicht Lager, wir bauen jetzt keine Ärzte. Oh, heftig. Oh, wie unschön. Was wohl passiert? Vielleicht bin ich ja noch Chef. Aber es gab halt übelst den Stress und wir haben hier jetzt gerade Tote. Vielleicht ist das auch gleich eine Barbarensiedlung. Das wäre eine heftige Barbarensiedlung. Wenn die gewinnen, sollte das eine Barbarensiedlung werden. Ja? Ja. Hast du schon gehabt, oder? Ja. Ja, jetzt muss ich es akzeptieren. Ja, ich habe verloren. Nee, ne? In meiner kleinen Ortschaft auch eine Revolte am Laufen, da habe ich gar nichts. Ja, Eggwold, oh Gott. Ich könnte da jetzt einmarschieren. Da sind so viele Truppen gerade. Och Mann. Und da oben ist auch eine Revolte. Ja, ich bin gleich weg. Oh Leute, wir verlieren. Nein. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, in dieser Siedlung Fuß zu fassen. Es ist so groß geworden. Es ist so schön geworden. Oh, wie gemein. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann es sein, dass die Loyalität sinkt, wenn man... Ich glaube, ich bin Game Over jetzt. Kann es sein, dass die Loyalität sinkt, wenn man... Ja, wenn man im Grunde andere Siedlungen einnimmt? Wenn du niedrige Staatspower hast. Nee, hatte ich ja nicht. Ja, ich hab nichts mehr. Ich kann nichts mehr machen. Dann habe ich jetzt verloren, ja? Also man kriegt keine Nachricht dann? Nein, glaub nicht. Boah, Alter. Oh. Ja, was sage ich denn jetzt dazu? Ich weiß nicht. Ich kann nur neu siedeln in einem neuen... Let's Play und in einer fruchtbareren Gegend, um mal was aufzubauen, anstatt immer dieses mediterrane Zeug hier. Hattest du viele Felder. Ja. Guckst du dir die Siedlung gerade an? Nee, aber ich hatte die ja im Let's Play, hatte ich das gesehen. Gott, hab ich da viel Zeit rein investiert. Ach ja. Okay, Leute. Was soll ich sagen? Wir haben verloren. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch machen könnte. Ich glaube nicht, dass mein Typ nochmal irgendwo neu siedeln kann jetzt, oder? Wenn du neu auf den Server kommst, müsstest du dir eventuell auch... Also entweder kannst du mit dem was Neues machen, oder du könntest dir einen neuen Charakter machen. Rein muss ich vermutlich. Und das würden wir dann in der nächsten Runde sehen. Also, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen in unserer Niederlage. Wir haben diese Stadt verloren. Ich habe bestimmt Fehler gemacht, die euch aufgefallen sind. Lasst es mich spüren, von mir aus ein bisschen. Wir sehen uns im nächsten Ding beim Neuanfang mit einer neuen Siedlung. Leider. Okay. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.